So, jetzt wird die Böllerei fortgesetzt in Teil 3. Wir haben hier zum Beispiel die Big Whoopers, Funkeböller, römische Lichter, Cobra-Böller, Pyromex, Airbombs, Chipolas, alles dabei. Auch die zum Beispiel eine schöne Batterie, Pounding Napalm. Viel Spaß euch. Ach komm, wir fangen jetzt gleich mal an mit den Gao Hammer Single Shots. Richtig, richtig krass, die Teile. Richtig heftig und dumpf. Jetzt geht's weiter. Mal mit ein paar Chipolas, legale Chipolas mit Schwarzpulver. Trick-Track. Wir machen weiter und zwar gibt es jetzt wieder Bombenrohr. Oh ne, wir fangen jetzt an mit Raketen. Mal ein paar Raketen von dem Lidl Set High Speed Bombs. Sind aber ziemlich schlecht geworden. Mhm. Vehicle halt. Oh nee, Vehicle. Das gibt's nicht. Das ist mega, mega schlecht geworden. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal ein paar richtig gute Raketen. Und zwar zünden wir jetzt die Funke Sirenenraketen. Bitteschön. Die können was. Die können was. Das war doch mal eine ordentliche Rakete. Und weil es so schön war, schießen wir gleich noch eine. Einfach super heftig die Teile, das gibt es eigentlich nicht. Aber das ist wirklich mega krass. Jetzt schießen wir die Explode Big Balls. Es geht munter weiter und zwar zünden wir jetzt die Thundercracker D von Funke. Lasst euch überraschen. Es muss drücken!
sehr, sehr heftiger Knall. Richtig schön. Das zieht richtig gut rein. So, jetzt machen wir ein paar schöne römische Lichter von Keller. 20 Stück? Ah, nee, 20 Schuss. 20 Schuss. Dauerfeuer, hm? Kalaschnikow. Kalaschnikow. Hier haben wir noch einen. Na gut. Das war alles? Das war alles. Die schießen recht schnell, oder? Mhm. Unnormal. Die nicht? Na, die läuft normal durch. So, und zwar machen wir jetzt die Thunder Airbombs von Pyromax. Machen wir einfach mal zwei Stück. Also die sind richtig, richtig lecker. Fast so stark wie die, ja, oder eigentlich gleich so stark wie die Nico. Wie heißen sie? Flashbangs, die Nico Flashbangs. Fast gleich stark. Jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir mal hier die Big Whoppers. Richtig, richtig schön. Riesiger Feuerball. So, wir haben jetzt hier noch ein paar Artikel, die werden wir natürlich jetzt auch gleich noch schießen. Weiter machen wir jetzt mit dem Titanium Salut. Quatsch, mit dem Thunder King von Jorge. Da schießen wir jetzt auch gleich mal zwei Stück. Muss mal Strick rausholen hier. Ja, das sind die Scheißdinger. Das verstehe ich nicht, das ist so zugeklebt, da kannst du auch nicht mal durchbrennen. Hallo? Es geht weiter mit den Cobra 6R Silber. Sehr, sehr schöner Knall sind halt diese großen Cobra-Böller, halt nur mit Reibkopf. Jetzt geht's weiter, gleich mal im Vergleich die Cobra 6 BP Silber. Richtig.
Wirklich richtig, richtig feine Böller. Eine absolute Empfehlung von mir. Weiter machen wir mit den Funke Super 2. Richtig heftig. Jetzt noch die Super 1 von Funke und danach gibt es eine richtig schöne Batterie. Was war denn das? Ah. So, und jetzt wie versprochen, richtig, richtig schöne Batterie in Salven geschossen. Lasst euch überraschen und viel Spaß mit der Pounding Napalm. Pudding Napalm. Pudding Pounding. Was war denn das? Habt ihr das gesehen? Mega Batterie. Vielen Dank fürs Zuschauen.